Dafür, wenn die halt die Schiedsrichterentscheidungen waren ja auch nicht immer für Magdeburg. Er hat dich besonders überzeugt, die Saison. Der Trainer. Ja, mich auch. Hat mich immer zurückgehalten, was zu sagen, aber Jens Hertel, ja. Obwohl in einiger Zeit haben sie ja mal gesagt, dass er weg muss, aber der ist den Stil durchgezogen und das war genau das Richtige. Besser geht's gar nicht. Ja. Der leistet eine super Arbeit und was er jetzt macht, ist der Feinschliff. Der hat viel Grundordnung reingebracht, da ist Substanz in dieser Mannschaft. Ich habe volles Vertrauen. Und das ist der Bolandis, der Trainer, der diese Mannschaft in die zweite Liga gebracht hat. Jens! Bei mir hat er immer noch Priorität 1, also ich finde ihn toll. Ja, klar soll er bleiben, auf jeden Fall. Also ich sehe da jetzt eine schlechte drin. Tja, was soll man sagen? Mir fehlen eigentlich gerade die Worte. Was man heute erfahren hat, man kann eigentlich nur sagen, danke Jens, du hast uns zwei Aufstiege gebracht. Das war der Hammer. Ich bin immer noch heiser von gestern, weil wir haben dich unterstützt. Wir haben gebrüllt, aber so ist anscheinend wohl das Profigeschäft. Also ich hätte die Entscheidung definitiv nicht so getroffen, sondern wir haben mit dir weitergegangen erstmal und wir wären zusammen da wieder rausgekommen. Es ist einfach nur traurig, dass sie jetzt gehen muss und ja, eigentlich kann man dir jetzt nur Erfolg wünschen für spätere Zeit, aber jetzt im Moment ist es einfach nur traurig. Auf jeden Fall danke Jens. Ja, Jens, was soll man sagen? Wir haben das jetzt vor circa anderthalb Stunden, haben wir das jetzt auch gelesen und waren auf den Tisch gekriegt. Wir haben den ganzen Tag schon irgendwo mitgeführt und ich hoffe, dass es irgendwie noch eine Lösung gibt für uns, mit uns. Aber naja, siehst du ja, was daraus geworden ist und wie die Mechanismen so greifen heutzutage. Leider ist das so und wir sagen einfach nur danke für alles, was du uns in den letzten vier, fünf Jahren gegeben hast. Was wir erleben durften mit dem Club, was wir die letzten 25 Jahre nie hatten und was jetzt die letzte Zeit in den letzten Jahren entstanden ist, mit dir zusammen, mit uns als Fans, das wird immer unvergessen bleiben und ich denke mal, du wirst immer in unser Herzen sein und einfach danke für alles. Ja, ihr wart mehr als der 12. Mann in dieser Saison. Wir sind total stolz für diesen Verein dann natürlich auch spielen zu können, weil diese Unterstützung und dieser Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans, der ist jetzt seit 4 Jahren überragend und er hat uns immer Stück für Stück getragen und wir konnten den nächsten Schritt machen. Wir konnten euch viel Freude bereiten. Ich habe viele tolle Momente in diesem Stadion mit euch zusammen erlebt. Lasst uns weiter an diesem Traum weiter basteln und bauen und zusammen ja, auch durch dick und dünn zu gehen. Ich bedanke mich. Guck mal. Perfekt. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Also ich denke, wir haben euch Freude gemacht und ihr habt fantastische Stimmung gemacht, was wir für Schlachten in den 4 Jahren geschlagen haben. Oft mit ausverkauftem Haus, wahnsinnige Stimmung, europaweit. Habt ihr Anerkennung bekommen für das, was ihr in unserem Stadion macht. Es ist viel, viel lauter als in Dortmund. Und wir sagen, wir sind ein
einfach immer nur Danke sagen. Wir genießen das, in dieser Atmosphäre Gas zu geben, unser Fußball zu spielen. Und ihr gebt uns die Kraft, vielleicht den einen oder anderen Schritt manchmal mehr zu gehen. Und dann kommen so eine Spiele raus, wie wir dieses Jahr gesehen haben, wo wir eine fantastische Mannschaft gesehen haben, die immer am Limit war, die alles gegeben hat für diesen Verein, für euch. Und lasst uns so zusammenstehen. Vielen Dank.